Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum A-Finale hier aus den USA beim Lead Rush. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir sind heute am Start und sehen uns heute das erste von drei harten Rennen an, die uns anstehen. Wie gesagt, wir sind im Lead Rush. Ganz simples System. Acht Fahrer treten gleichzeitig auf, an. Die ersten vier gehen ins A-Finale, die letzten vier gehen ins B-Finale. Jeder Gruppe, eine Gruppe A, eine Gruppe B und dann treten acht Fahrer dann in einem 6-Runden-Rennen hier an. So, das ist ganz simpel, das System. Sollte eigentlich kein Problem sein. Hatten wir ja schon mal. So. Momentan sind wir auch relativ gut dabei. Wir stehen wie gesagt im A-Finale. Wir sind Erster geworden. Vielleicht eine Überraschung. Und dann wollen wir jetzt natürlich uns im Finale hier behaupten und die weiteren 25 WM-Punkte sichern. Let's go. Na, gib Gas, komm. Der Start ist deutlich besser gelaufen als vorher. Jetzt können wir uns tatsächlich mal gut. Wie gesagt, wir sind diesmal deutlich besser weggekommen als schon vorher. Haben wir ein bisschen was verloren gehabt, aber jetzt mal haben wir uns schon gut davor gesetzt und können uns vorne wegziehen. Und haben auch schon einen guten Abstand da hinten rausgefahren. Oh, die erste Rundenzeit 46. Ach, aber da müssen wir in der zweiten Runde auf jeden Fall drunter kommen. So. Wir gehen jetzt gleich in Runde 3 und das wird eine neue Bestzeit werden auf alle Fälle. Gib mehr Gas. Du hast diese Runde 15 verloren. Eine Sekunde, ja, gut, aber es ist nicht dramatisch. Wir führen immer noch. Weil ich manche Kurven sehr, sehr vorsichtig fahre. Das ist halt der Hauptgrund. Wir wollen das Halbfinale ja natürlich gewinnen. Und wir kommen auf jeden Fall deutlich besser mit. Das wird eine 38er Zeit. Wie gesagt, ich hab viel mehr was verloren. Wurde ich eigentlich sehr super durchgekommen? Ja, wir haben jetzt gleich Runde 5, also geht das zwei Leute relativ schnell. Wenn alles gut läuft, haben wir nächste Woche nur noch die Rallycross-WM. Dann sind wir durch. Wir haben in dieser Runde 7 Zehntel verloren. Wir müssen schneller werden. Ja, wir müssen ein bisschen was hier zulegen, wieder 2 Sekunden nur noch. Aber es geht ja, solange wir führen, ist mir das letztlich egal. So, sollten wir eigentlich wieder ein bisschen was rausgeholt haben. Letzte Runde, mach alles klar. Oh, das war ja sogar knapp verpasst, die Zeit. Das war sogar ganz klar verpasst jetzt, so. Ne?
Da haben wir nochmal ein bisschen was rausgeholt an Zeit. Das wird aber nicht für eine neue Bestzeit reichen. Das ist aber auch herzlich egal. Wir haben das Ding gewonnen. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Super. Platz 1. Und wieder geht es 25 Punkte auf unser Konto. Jetzt sind wir schon mal 50. Oh, ich habe dich jetzt rundzeitig geschafft. Das wundert mich gerade. Aber das ist egal. Da wir eigentlich, glaube ich, auch noch kein Auto mehr brauchen. So, und den nächsten Teil aus Nevada sehen wir uns jetzt an. Teil Nummer 3 des Lead Rush. So, wir sind auf der Profistrecke zu Gast in Nevada. Und da wollen wir natürlich jetzt mit einem guten Auftakt zeigen, wie wir sind. Mit uns ist klar zu rechnen. So, aber wie gesagt, das System kennen wir ja und auch die Vorgaben brauchen wir nicht wirklich jetzt nochmal zu lesen. Neues Auto gestellt bekommen, aber auch keine Teile. Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Einen guten Auftakt wäre jetzt gut. Also ein gutes Ergebnis. Bereit. Ja, mal gucken, wenn wir den Start jetzt nicht so verpennen. Nee, diesmal kommen wir auch wieder gut weg. Du könntest direkt ein Auto abblocken. Ja, ja, was haben wir Dränge hier? Wir sind diesmal nicht das an der ersten Kurve. Das ist aber herzlich egal, liebe Leute. Muss ich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren auf diese Strecke. Die ist definitiv nicht so ganz einfach. Okay, wir haben es geschafft. Also weit durch. Und wir sind wieder vorne. Vier Rundchen heute an. Wir sehen uns heute das Halbfinale und das Finale hier aus Nevada an. Morgen jetzt wieder nach Bayern, nach Mexiko zurück. Und dann geht's das ganze Spielchen nochmal von vorne, aber im Regen. Und dann sind wir schon durch für diese Woche. Ich kümmere mich auch immer um mein eigenes Rennen und versuche nicht jetzt irgendwie noch mehr, um das Rennen zu versauen und dann eventuell sogar im Halbfinale auszuschalten. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 15 Lauf. Eine halbe Sekunde gewonnen. Ja, wir arbeiten uns jetzt gerade hier schön durch. Und gehen jetzt in unsere letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Für dieses Halbfinale. Da sind wir auf jeden Fall momentan vorne. Und wenn jetzt nichts weiter passiert, sollten wir eigentlich ohne Probleme ins Finale einziehen. Ich bin ja so froh, dass wir den langen Teil mit dem Rallye-Ding, mit der Rallye abgearbeitet haben. Und wir sind durch. Und wir stehen mit der neuen Bestzeit sogar jetzt im Finale. Gut gemacht. Du hast dich für das A-Finale qualifiziert. Das war das Wichtigste. Ich glaube, wir haben sogar eine neue Bestzeit. So, jetzt sehen wir uns noch das Finale an. Fürs Runterwärmen. Okay, das hat wir eben nämlich nicht geschafft. Und wir sind schon mit den Vorgaben durch. So, und jetzt geht's ins Finale. Okay, konzentrier dich auf die Ampel.
Versuch heute einen guten Start hinzulegen. Machen wir. Die andere ist oben. Ja, welche Überraschung, das sehe ich auch. Los, los, los. Guter Start auf jeden Fall. So, anbremsen, erste Kurve. Und wir sind schon mal vorne weg. Wir sind zumindest schon mal vorne weg. Ja, da sind wir nicht sauber durchgekommen. Aber wir sind auf jeden Fall P1. Jetzt gehe ich in die dritte Runde. Abstand 4,7 Sekunden. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde ein Zehntel aufgeholt. Ah, gutes Ergebnis. Gut rausgefahren jetzt. Hier geht es auch um enorm wichtige 25 Punkte. Da haben wir schon 75. Das wäre schon fast eine relativ gute Entscheidung. Aber wie gesagt, es ist doch viel zu fahren. Dadurch, dass wir 2:22 bekommen und nicht 20:18, müssen wir auf jeden Fall uns noch ein bisschen mehr stricken. Es reicht leider nicht, um die Bestzeit rauszufahren. Aber wie sehen die Abschnitte momentan aus? 5,9 Sekunden und wieder unsauber gefahren. Absolut nicht auf die Zeit geachtet, da habe ich den Bremsen verpasst. Gib mir Gas, du hast in dieser Runde 9 Zehntel. 9 Zehntel, eine Sekunde. Ja gut, das geht schnell, ne? Einmal nicht konzentriert da vorne. Ich hoffe mal, diese 36 nicht ran. Ich will nochmal eine neue Bestzeit hier setzen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ich glaube aber nicht, dass wir die Bestzeit gepackt haben. Die 36 werden wahrscheinlich nicht geknackt haben. Ich habe auch nicht drauf geachtet in der Zeit. Mal abgesehen davon. Aber egal, wir haben es geschafft. Das Wichtigste ist, dass da wieder die 1 aufleuchtet. Wir sind auf jeden Fall mit dem dritten Sieg voll dabei. Alles grün. Endlich mal wieder. Und wir haben Level Up. Level 53. Legende, bleiben wir dabei. Gut, dann war's das für euch heute. Wir sehen uns morgen wieder. Dann mit dem Auftakt aus Bayer. Dem zweiten Teil aus Mexiko. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.